Fabriken da, die Papierfabriken abzureißen. Naja, mal sehen. Mal sehen. Was zu bringen scheint es aber im Moment zumindest noch nicht. Da, 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 da. So, aber das sieht auch schon mal ziemlich sauber aus. Da hätten wir zumindest mal den unteren Teil der Karte befreit. Jetzt fehlt nicht mehr allzu viel. Jetzt hier noch wahrscheinlich die Insel und oh, ich glaube, ich habe wieder was Grünes. Ja, ich habe wieder was Grünes gelöscht. Wer hätte das gedacht? Mal wieder 500 Futsch anstatt nur 100 für ein wenig trockenes Gestrüpp. Ja, aber im Endeffekt bin ich mit den Baumstämmen oder den Brandrodungsabfällen, Überresten fertig. Ich meine jetzt noch hier die Ecke und dann müsste ich eigentlich fertig sein. Ja, hier die vier noch. Ja, sieht auch gut aus. Sieht fast danach aus, als hätte ich komplett alles erwischt. Na, da ist noch einer. Und hier unten. Eieiei, doch so viel übersehen. Ich dachte, ich wäre fertig mit den Dingern. Jetzt kann man nochmal hier kurz die Wege löschen. Mittlerweile nur noch. Wow. Nur noch 2000. Das ist natürlich krass. Wenn man mal bedenkt, ich hatte vorher 30.000 auf dem Konto. Gut, es läuft jetzt auch auf halber Geschwindigkeit. Das bedeutet einfach, Geld kommt gar nicht mehr so schnell hinterher, wie ich es ausgeben kann. Oder wie ich es ausgebe. Wie auch immer. So, mal sehen. 12.000 bekomme ich im Moment rein. Was bedeutet, ich könnte das Ganze im Endeffekt jetzt schon abschließen. Ja, ich könnte das Ganze jetzt schon abschließen, theoretisch. Wenn ich dann mal auf normale Geschwindigkeit gehe, die Kohle normal reinkommt. Ich meine, mit 12.000 an Einnahmen. Da haust du im Monat einfach mal zwei von diesen Dingern hier weg. Ich kann ja jetzt einfach mal einen Moment lang schneller laufen lassen. Und da seht ihr schon, das klettert ganz ordentlich hier. Jetzt kann ich schon die Straße entfernen. Oh, doch. Lohnauszahlung. Naja. Jetzt kann ich dafür die Straße entfernen. Und gleich das Haus noch hinterher, wenn die schon wieder Lohn haben wollen. Diese gierigen Arbeiter, die ihren Lohn haben wollen. Nun ja, oh, 7,5. Das ist natürlich, da kann ich noch mal einen kleinen Moment warten, bis das zusammengekommen ist. Fünf, na komm. Lohn habt ihr schon wieder bekommen. Dann sollte das ja kein Problem sein. Ach komm, ihr könnt auch einmal auf euren Lohn verzichten, zugunsten der Umwelt und der Natur und so weiter. Wäre doch mal ganz praktisch. So, mittlerweile sind 24% renaturiert. Oh, ich habe sogar noch mal was übersehen gehabt. Nochmal 7,5, 7,5. Nochmal 7,5, 7,5, 7,5. Autsch, das sind jedes Mal für 28.000 brauche ich noch. So grob über den Daumen. Eigentlich ziemlich genau 28.000. Damit bin ich dann hier aus der Nummer zumindest mal raus mit dem. Ja, nur noch 11.000. Ah, klar. Wir wollen wieder mehr Lohn. Kriege ich mal wieder weniger, aber. Naja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Oha. In meiner Siedlung habe ich es übersehen. Oh, und auch hinter meiner Siedlung. Naja, das. Gutes passiert mal. Es wird nicht so tragisch. Gut. Wie viel hatte ich ausgerechnet? 28.000 hatte ich ausgerechnet, ja. Dann gucken wir doch mal, ob das jetzt stimmt. 7,5. 7,5 sind 14. Sind 7,5 sind. Oh, ich glaube, ich brauche sogar mehr. Nochmal 7,5 sind 21. Oh, nee, das sind 15 und das sind. 22,5 und jetzt brauche ich nochmal ja, ein bisschen Kohle und dann geht auch das wieder. Dann geht auch das wieder. Und damit dürfte dann eine Kontaminierung übrig. Die habe ich hier gerade vor mir stehen.
Und dann habe ich schon mal alle Kontaminierungs... Moment, warum verschwinden meine Arbeiter? Ich zahle doch den vollen Lohn. Das geht aber hier so nicht, ne? Ja? Ach nee, ich habe ja 107 Arbeiter und 106 angestellt. Ups. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bräuchte noch eine Feuerwehr. Könnte ich die da drüben hinbauen? Verdammt. Dann baue ich sie eben hier hin. Nein, nein, nein! Meine blöde Bäckerei wird abgerissen. Und da ist auch schon was abgebrannt. Verfluchte Hacke. Was war das? Die Kuh... Dings. Ja, die Kuhfarm. So ein Mist. Na, wie viel Kohle will ich eigentlich im Moment verdienen? Ja, noch 11.000? Das ergibt keinen Sinn. Ja. Ist ja auch egal. Jetzt habe ich wieder... Oh, ja. Volles Angestelltenverhältnis. Eine Windmühle. Oh, 101. Das ist auch nochmal ganz nett. So. Damit hätten wir genug... Immer noch nicht genug Wasser. Ich wollte ja eh hier hinten nochmal hin. Und da 104% sind, wird sich auch keiner beschweren. Dann haben wir auch die nächsten hübschen Gebäude, die sich da umbauen. Und sogar zwei einfache Hütten nur, die sich da ganz entspannt umbauen. Und ja. Genug Arbeiter. Den Lohn sollte ich erhöhen. Mal wieder. Und dann machen die da auch wieder mit. Moment. Hier da. 30% renaturiert. Da können wir doch ein wenig nachhelfen. Ich meine, wir haben jetzt 26.000. Mal sehen, wie viel Renaturierungsflächen wir damit raushauen können. Ich würde mal drauf tippen, dass es einige sind. Denn die kosten ja nur 750. Von daher wird das sicher eine sehr große Fläche werden. Die sich dann natürlich auch prompt komplett ausbaut und so weiter, weil ich schon so viel an was auch immer habe. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, von den Gärtnereien. Da kommt ja die... Kommen ja diese Renaturierungspunkte und da habe ich ja schon einige gesammelt. War vielleicht nicht ganz so klug. Nun ja. Man muss manchmal auch dumme Sachen machen. Hat ja Einstein schon an seinem Geburtstag bewiesen, das Foto, wo er seine Zunge rausstreckt. Das war sein Geburtstag. Welcher weiß ich nicht, aber irgendwie hat er was dann gemeint, er wäre nicht so der ernsthafte Wissenschaftler, für den ihn alle halten würden, und hat dann mal der... Oh, ich habe keine Kohle mehr. Hat dann mal der feinen Gesellschaft seine Zunge rausgestreckt, war nun ja, für die Anwesenden teils amüsant, teils nicht, da es dann doch schon die obere Obrigkeit gewesen sein soll, soweit man das dann mitbekommen hat. Und dann bauen sie sich auch gerade direkt weiter aus. Das ist natürlich sehr schön. Oh, was man unbedingt noch machen muss. Diesen Armtempel kann man da nicht so alleine mittendrin stehen lassen. Auch wenn ihr das jetzt komisch findet, ich finde einfach, das gehört sich nicht, die da so stehen zu lassen. Deshalb wird da jetzt drumherum ein wenig renaturiert. Auch wenn das nicht ganz passt. Sieht jetzt vielleicht blöd aus, dass ich da erst was wegmache und dann
schon gerade wieder was hinsetze, aber dann sieht das kompletter aus, wenn ich dann damit fertig bin. So, sehr schön. Na, und darauf können wir dann verzichten. Die Ecke ist ja groß genug mit Renaturierung. Dann, also, oder mit Dschungel an sich. Ist die dicht genug bewachsen? Bedeutet, die Insel ist komplett begrünt worden, würde man wohl sagen. Ah, das sieht so aus wie, ich weiß nicht, Kresse? Hat einer schon mal Kresse wachsen lassen? Das sieht auch so aus. Dann hast du so die Ecke, wo die Kresse wächst, drumherum ist nichts und dann kommt die Kresse hoch und wächst einfach und wächst und ja, wächst halt. Dann ist das hier die kleine Kresse und die große Kresse. Ja gut, jetzt müssen wir natürlich dann erstmal wieder die Punkte beisammeln, die dann hier produziert werden. Ich meine, die produzieren ja 30 Renaturierungspunkte pro Durchlauf. Eben jedes Mal, wenn es auf 100 läuft, kommen da 30 Punkte raus und die werden, soweit ich das sehe, hier auf alle mehr oder weniger gleichmäßig verteilt, weshalb dann die so schnell gewachsen sind und die eben eher weniger schnell, weil ich habe die ja hingesetzt und sofort sind die zack, zack, zack Stufen hochgerannt bis jetzt hier die 3000. Aber jetzt bekommen die eben kaum noch Renaturierungspunkte, weil die anderen eben da ziemlich viel abgreifen. Aber das ist ziemlich egal. Denn ich muss ja eh renaturieren und von daher ist das ja egal. Lassen wir es dabei. Getreide fehlt. Hin und wieder mal. Dann wären 81% doch ganz gut, auch wenn da 100 für was anderes rausgesprungen wären. Oh, ich sollte mal nach dem Lohn gucken. Ja, die wollen schon wieder. Aber ich verdiene so gut. Und ich brauche kein Geld mehr an sich eigentlich. Ich meine, ich habe jetzt 59.000, 51. Was will ich mit so viel Kohle? Ich meine, klar, die will ich mir auf mein Konto laden, aber naja. Kommt bei Hilfsorganisationen nicht ganz so gut. Aber wir haben Vollbeschäftigung. Und wieder ein Stromengpass. Aber wenn wir die Mikrobiologie haben, was gleich der Fall sein dürfte, dann bekommen wir auch das Wasserwerk und das E-Werk. Und damit werden die ganzen Wasserpumpen mehr oder weniger überflüssig. Und dann haben wir hier ein Ö-Werk. Was bedeutet, ich kann hier mal ein bisschen runterschrauben. Wasser. Ah, hier oben war ja so ein großes 100%. Was ein Müll. Dafür wird sich fast lohnen, das ganze Ding zu löschen. Okay, sagen wir mal 90% reichen fürs Erste. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Da haben wir was. Eine Baumschule, ja, die bringt natürlich dann auch nochmal Renaturierung. Und da hier wieder mal nichts ist, war, wie auch immer, kommt die dahin. Gentechnik. 45%, die kriege ich auch noch hin. Mittlerweile sind die fertig gebaut. Ja, Wasser fehlt, ist schon klar. Kommt ja das Wasserwerk. 90%. Hier, das ist, da könnt ihr, ja. 90% Wasser, dann seid froh, dass ihr 90% Wasser kriegt. 92%, das ist natürlich auch schick. Können wir da hin und können wir gerade hier ein wenig löschen. Ja, beschwert euch wieder, dass Wasser fehlt. Ich baue euch doch gerade da zwei Megabrunnen, die euch dann Wasser liefern bis zum Kotzen. Bis zur Wasservergiftung am besten noch. Ja, wird errichtet. Da haben wir schon die Rohre. Jo. Bist du Hast du nicht alles auch der schon Meinung, verlegt? dass wir das Wachstum der Pflanzen beschleunigen könnten, wenn wir optimale Bedingungen für die Photosynthese schaffen?
hat Photosynthese. Moment, was habe ich in der Schule gelernt? Pflanzen brauchen für Photosynthese Wasser.